Sexuelle Ausbeutung durch sogenannte Loverboys. Das LKA Niedersachsen warnt in einem neuen Video vor der Masche der Straftäter. Ein Loverboy, das ist ein meist männlicher Täter, der versucht, eine junge Frau über eine Liebesbeziehung in die Prostitution zu bringen. Der Kontakt kann auf unterschiedliche Weise passieren, findet aber immer häufiger in sozialen Netzwerken wie Instagram statt. Dort sehen die Täter gleich die Fotos der Opfer und suchen fast gezielt wie in einem Katalog aus. Die Männer versuchen schließlich, die jungen Frauen emotional an sich zu binden, abhängig zu machen und von Familie und Freunden zu isolieren. Es wird versucht, ein gemeinsames Zukunftsszenario zu kreieren und zu sagen, dafür brauchen wir doch jetzt besonders schnell ganz viel Geld. Und würdest du dafür nicht über deinen Schatten springen und in die Prostitution gehen? Nicht selten wird aber auch mit Erpressung durch intime Fotos gearbeitet. Der Ratschlag, allein sich trennen zu müssen, erreicht viele Opfer nicht, weshalb das LKA Niedersachsen rät: Es ist sinnvoll, sich Rat von Fachberatungsstellen, die explizit Menschenhandel auch betreuen, zu suchen. Die Fachberatungsstellen, Mitarbeiterinnen können Tipps geben, wie versucht wird, dann doch die Opfer zu erreichen, und sie sollten selbst auch tätig werden. Es sollten Kontaktdaten zu der Beratungsstelle weitergegeben werden und mit viel Verständnis agiert werden. Auch die Möglichkeit zur Anzeigeerstattung soll thematisiert werden. Es sei wichtig, dass die Opfer erkennen, dass ihnen Unrecht getan wird.